Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Topspiel am Samstagabend, der 4.12.2021. Und der BVB trifft auf den FC Bayern München, Platz 2 gegen Platz 1. Mit einem Sieg könnten die Schwarz-Gelben an Bayern München vorbeiziehen. Unmöglich ist es nicht, die Bayern zuletzt, ja, ergebnistechnisch zwar zufriedenstellend, aber spielerisch war es oftmals in den letzten Wochen nicht zu 100% überzeugend. Aber gegen den BVB ist der FC Bayern immer noch mal mehr motiviert und hat dort meistens die besten Saisonleistungen. Und auch heute ist es vielleicht wieder so ein Kräftemessen, in dem die Bayern alles raushauen. Die spannende Frage war natürlich, wird Haaland von Beginn an spielen bei den Dortmundern? Nein, er kommt nur von der Bank. Jetzt im Dezember in 14 Tagen 5 Spielen, das ist ganz schön viel, vor allem wenn man eine lange Pause hatte. Malen in der Spitze, aber der trifft ja zuletzt dann auch. Bayern in der Dreierkette 3-4-2-1. Sané und Müller vorne in der Spitze. Robert Lewandowski, der ja sicherlich enttäuscht war, nicht den Ballon d'Or gewonnen zu haben. Aber auch da zeigt er sich dann gerne mal trotzig und haut im nächsten Spiel dann mal wieder eine Glanzleistung aus. Es geht gleich los, der FC Bayern in den roten Trikots wird anstoßen, der BVB in Schwarz und Gelb von links nach rechts im ersten Durchgang. Freuen wir uns drauf auf dieses Topspiel am Samstagabend. Es geht los, die Bayern stoßen an. Seit 2018 gegen den BVB in der Bundesliga ungeschlagen. Und nun wollen sie hier die Tabellenführung ausbauen. Und sie greifen über die rechte Seite an. Guerrero heute wieder in der Startaufstellung dabei. Erstmal mit dem Befreiungsschlag, aber die Bayern wollen direkt das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Leroy Sané, rechts wäre viel Platz, zieht dann selber in den Strafraum ein. Lewandowski kommt gegen Can nicht durch, aber die Bayern setzen sich vorne fest. Davis mit der Flanke etwas lang geraten. Thomas Müller kommt trotzdem an den Ball und schließt ab aus der Drehung. Erster Schuss in der Anfangsphase. Mats Hummels aber stellt sich rein. Gibt aber die erste Ecke für die Gäste, die hier tatsächlich direkt mal loslegen. Gregor Kobel macht sich bereit. Thomas Müller wird den Ball hineinbringen von der rechten Seite. Spielt kurz auf Kingsley Coman, der mit dem Lupfer in die Mitte. Keine schlechte Variante, aber Emre Can haut sich rein. Die Bayern aber mit dem zweiten Ball. Leroy Sané. Sehr eng da in der Dortmunder Hintermannschaft. Und dadurch kommt nicht wirklich was Gefährliches bei raus. Gregor Kobel schmeißt den Ball mal nach vorne. Und Dortmund könnte mal vielleicht den ersten Angriff warten oder wagen vor allem. Ball kommt aber postwendend zurück. Ja, Meunier mit der Ruhe eines routinierten Rechtsverteidigers. Spielt dann auch in die Mitte, riskant, aber es hat geklappt. Daniel Malen. Missglückter Pass. Malen ja, der tatsächlich zuletzt dann endlich mal erfolgreich war, auch Tore schießen konnte. Spannend wird zu sehen sein, wie wird seine Rolle aussehen, wenn Haaland bei 100% ist. Heute spielt er allerdings und jetzt die Bayern wieder im Vormarsch. Kingsley Coman, Luft in die Mitte, Hummels, Akanji im Verbund. Aber das ist interessant, die Bayern, sie bekommen eigentlich jeden Ball fast, der daraus geklärt wird. Davis, Lewandowski, Davis! 19. Minute, die größte Chance des Spiels. Gehört folgerichtig den Bayern, Alfonso Davis, wuchtiger Schuss aus kurzer Distanz. Aber Gregor Kobel bekommt den Arm noch hochgerissen. Diesmal kommt ein weiter Ball. Akanji behält aber die Übersicht. Aber wieder
die Bayern. Das passiert jetzt zum x-ten Mal schon. Corentin Tolisso, Goretzka. Sie nähern sich an und der BVB muss aufwachen. Ansonsten steht es hier gleich 0-1. Das war jetzt gerade die zweite, ja zumindest mal 90-95%ige Torchance. Aktuell die Bayern-Führung eine Frage der Zeit. Das ist wirklich ein guter Auftritt bis dato. Sané, Müller kurz gekommen. Hummels kriegt den Ball nicht raus. Lewandowski macht es dann zu kompliziert. Ball ist noch heiß. Jetzt nicht mehr und Reus auf Emre Can. Bellingham, wird das jetzt eine Kontersituation? Sehr harmlos bislang, was der BVB nach vorne macht. Jetzt vielleicht mal mit Daniel Mahlen. Julian Brandt, viel Platz für Marco Reus. Aber da geht die Fahne hoch. Das hätte sonst mal vielversprechend sein können, aber wir sehen's. Das ist dann doch relativ deutlich. Aber zumindest mal im Strafraum gewesen mit dem Ball, auch wenn am Ende kein Abschluss bei rausspringt. Und das mal ein etwas unmotivierter Fehlpass. Aber das kann der BVB auch. Das ist unnötig. Der FCB aber hetzt sich jetzt hier nicht gerade. Weiter bei von Goretzka. Dahoud hat den Ball und Coman grätscht rein. Und es gibt die rote Karte. 30. Minute Paukenschlag im Signal Iduna Park. Das sah in der ersten Situation nicht so aus, aber Coman hämmert von hinten rein. Und es scheint zu stehen. Keine Überprüfung. Von hinten in die Knochen. Also schon eine harte, aber wohl dann doch vertretbare rote Karte. Das ist tatsächlich ein Riesending. Und könnte hier die Vorzeichen komplett ändern. Und das ist Malen. Brand auf Thomas Meunier. Horror 2 Minuten für den FC Bayern München. Ein Mann weniger und jetzt der Rückstand. 33. Minute. Kein Abseits. Meunier ist noch hinter Brandt bei der Ballabgabe. Und der rechte Verteidiger wuchtet den oben links rein. Kommt aus dem Nichts eigentlich dieser Treffer. Sie profitieren von der Unordnung und der Hektik, die durch diese rote Karte für Kingsley Coman ins Spiel gekommen ist. Und innerhalb tatsächlich 2-3 Minuten kippt dieses Spiel hier in eine mal ganz andere Richtung, als es sich zunächst angedeutet hatte. Und der FC Bayern München, der muss hier irgendwie reagieren. Probiert es mit einer Flanke von Alphonso Davies. Den Ball fängt aber Kobel ohne große Probleme ab. Boah, Hummels legt sich den Ball viel zu weit vor. Müller, Lewandowski. Der BVB wirkt alles andere als souverän und sattelfest in der Defensive. Bislang aber eben noch ohne Gegentor. Deswegen können sie sich da kaum beschweren. Upamecano etwas unsicher, Malen setzt nach. Neuer dann aber mit dem Ball in der Hand. Der BVB aber zumindest im Mittelfeld jetzt griffiger mit mehr Zweikampfstärke. Malen, Marco Reus, Sumo, Dahoud, ein paar Übersteiger. Upamecano klärt zum Eckball. Letzte reguläre Spielminute der ersten Halbzeit läuft. Der BVB aktuell oben auf. Das ist klar. Guerrero hat keine große Eile, lässt sich Zeit. Bringt ihn dann Richtung Akanji, aber Goretzka passt da stark auf. Jude Bellingham. Gibt es nochmal einen Abschluss? Zumindest
nochmal eine Karte. Coron Tortulis mit der gelben. Bellingham wird da unsanft von den Beinen geholt. Also tatsächlich ein sehr robustes Spiel der Bayern. Und ja, hier und da übertreiben sie es. Da war jetzt vielleicht auch schon ein wenig Frust mit dabei. Und daher nochmal die Möglichkeit zu einem Abschluss kurz vor dem Pausenpfiff. Marco Reus ist eine Position, die er durchaus im Fuß hat. Etwas spitz vielleicht der Winkel. Marco Reus macht es trotzdem direkt. Setzt ihn so hoch an. Und dann ist auch Pause. Also es steht 1:0 für Dortmund. Sie sind einer mehr. Der FC Bayern mit der besseren Anfangsphase. Dann wurde der BVB etwas besser und profitierte dann von der Überzahl. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Schauen wir kurz auf die Halbzeitstatistiken und dann geht's gleich weiter. Jo, hier habt ihr einen kleinen Überblick. Vor allem spannend 2:5 Schüsse. Der BVB führt trotzdem, hat deutlich weniger Expected Goals erzielt. Ansonsten der FC Bayern dominant, aber eben jetzt auch in Unterzahl. 1:0 für den BVB. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang. Wird sich da noch was ändern? Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Jetzt geht's weiter mit Durchgang 2. Danke fürs Einschalten. Willkommen zurück im Signal Iduna Park. Traditionell auch Westfalenstadion genannt. Klingt aus meiner persönlichen Sicht auch etwas besser. Aber damit wollen wir uns nicht herumschlagen. Der BVB jetzt von rechts nach links und sie wollen direkt mal mit einem überfallartigen Angriff die Bayern überraschen. Und da kommt fast die halbe erste Chance bei raus. Nach wie vor, das muss man sich erneut vor Augen führen. Die Bayern in Unterzahl seit der 30. Minute. Kingsley Coman hat es da erwischt für ja, rohes Foulspiel. Kurz danach der Führungstreffer von Meunier. Und Dortmund kommt gut aus der Halbzeit. Brandt mit der Flanke auf den ersten Pfosten. Reus aber verliert das Duell mit Manuel Neuer, der erstens größer ist und zweitens mit der Hand rangehen kann. Wie reagieren die Bayern? Es ist natürlich noch mehr als genug Zeit. Und jetzt kommen sie auch mit Robert Lewandowski. Goretzka kommt nicht durch, legt ihn nochmal raus. Tolisso beruhigt die Lage ein bisschen. Müller, Tolisso, Robert Lewandowski, Davis, Robert Lewandowski! Ausgleich! 59. Minute. Der BVB hat überhaupt keinen Zugriff in dieser Szene. Der FC Bayern legt sich die Gastgeber zurecht. Und der Abschluss lässt sich auch sehen. Natürlich Robert Lewandowski wuchtet den direkt unter die Latte. Für Gregor Kobel überhaupt nichts zu halten. Und mit 10 Mann schlagen die Bayern zurück. Wie geht jetzt der BVB damit um? Immer noch ein leichter Vorteil, aber der FC Bayern, ja, er hat gerade gezeigt, wie schnell es dann gehen kann. Jetzt kommt Malen. Kriegt den Ball aber nicht gut in die Mitte gelegt. Leroy Sané. Fehlpass. Fehlerbehaftetes Spiel. Also beide durchaus nervös. Julian Brandt. Gute Szene von beiden. Und Manuel Neuer verhindert den zweiten Rückstand. Sehr guter Schuss und gute Parade. Beschwert sich da auch bei seinen Vorderleuten, dass sich Brandt da im 16er so leicht drehen kann und zum Abschluss kommen darf. Standardsituation für den BVB, aber vorher gibt es einen Wechsel. Malen geht und Haaland kommt. Auf der anderen Seite geht Davis und Gnabry dafür neu im Spiel. Also tendenziell eher ein offensiverer Wechsel bei den Bayern. Verteidiger geht, Angreifer kommt.
Und auch Haaland jetzt eben mit von der Partie. Und dass der nicht viel Zeit braucht, das wissen wir sowieso. Hat da gegen Wolfsburg dann auch wieder unter Beweis gestellt. Und jetzt hier direkt das erste Mal in Erscheinung. Legt nochmal quer zu Julian Brandt, der Schuss. Aber abgewehrt. Und jetzt wieder der FC Bayern. Gnabry ist frisch, aber der BVB mit vielen Spielern da hinter dem Ball. Lewandowski, Thomas Müller nochmal. Flanke abgefälscht von Guerreiro zum Eckstoß geklärt. Direkt vom Gästeblock. 20 Minuten noch auf der Uhr. Müller auf den ersten Pfosten, schwacher Eckstoß. Brandt klärt. Aber jetzt wieder der FC Bayern doch etwas wacher in diesen Szenen. Serge Gnabry geht da einfach durch. Darf natürlich nicht so passieren. Lewandowski, Serge Gnabry. Dortmund kriegt es nicht geklärt. Lewandowski, Müller, Goretzka, Goretzka, Gnabry. Der Joker trifft. Weil der BVB es wieder nicht bereinigt bekommt. Die kalte Dusche für Borussia Dortmund. Goretzka liegt auf, leitet direkt weiter. Gnabry aus der Drehung. Ins kurze Eck. Trotzdem würde ich auch hier Gregor Kobel aus der Verantwortung nehmen. Das wäre natürlich so richtig bitter. 1-0 zur Pause führen und da gab es gerade wieder den nächsten harten Einstieg von Sané, glaube ich. Mit einer Führung und einmal mehr in die Pause gehen und 10 Minuten vor dem Ende musst du aufpassen, hier nicht mit leeren Händen am Ende des Tages dazustehen. Und jetzt gibt es auch noch nachträglich für Sané die gelbe Karte, während es eben noch einen guten Abschluss gab für Dortmund. Auch das von hinten hier in die Knochen rein, mein lieber Mann. Wechsel bei den Bayern nochmal. Roca kommt für Tolisso. Ja, aber der Abschluss gerade von Bellingham, also der BVB natürlich. Jetzt muss er hier volles Risiko gehen. Eckball kommt von Reus. Haaland! Neuer muss reagieren. Irrt da ein bisschen durch den Strafraum. Neuer kommt aber nicht an den Ball. Das ist sehr unglücklich, aber Dortmund kann keinen Profit draus schlagen. Jetzt haben sie den zweiten Ball. Meunier, Haaland, Hernandez dazwischen und jetzt hat Neuer den Ball. Kriegt der FCB die Führung über die Zeit. Reus. Erling Haaland. Erling Haaland! Das ist schlicht und ergreifend nicht zu glauben. 84. Minute. 2:2. Erling Haaland schreibt die nächste Geschichte in der Fußball-Bundesliga. Mit rechts angenommen, mit links unhaltbar abgeschlossen. Zu platziert dieser Ball. Neuer streckt sich, kommt aber nicht ran. Und diesmal gibt's den Fingerzeig in Richtung des Dortmunder Publikums. Geht jetzt vielleicht sogar noch mehr. 5 Minuten offiziell noch auf der Uhr. Aber dass der FC Bayern jetzt auf Unentschieden geht, das kann man sich auch nicht vorstellen. Auch wenn sie natürlich besser damit leben könnten unter diesen Vorzeichen. Sie würden vor allem auch Tabellenführer bleiben. Dortmund bräuchte den Sieg etwas dringender. Auch wenn der Punkt sicherlich ebenfalls zufriedenstellend wäre. Jetzt kommen aber nochmal die Bayern in der 90. Minute. Doch Dortmund spielt das Klasse raus. Gibt es noch eine Chance in dieser Partie? Guerreiro, Modahut, Bellingham, Reus zu Emre Can. Nochmal raus, Bellingham, Can!
Es gibt sie tatsächlich nochmal, die Torchance. Bisschen abseitsverdächtig, aber die Fahne blieb unten. Deswegen gibt's nochmal Ecke. Und spätestens jetzt würde der FC Bayern dieses 2:2 aber sowas von unterschreiben. Letzte Aktion wohl im Spiel. Erling Haaland. Der Ball muss irgendwie aufs Gehäuse. Guerrero, Bellingham, Can. Sie kommen nicht durch. Und das war's. Es bleibt beim 2:2. Eine spektakuläre Partie endet unter dem Strich dann wohl verdient unentschieden. Wir schauen nochmal kurz auf die Statistiken zu diesem Spiel zwischen Dortmund und Bayern. Ja, torreich am Ende, schiedlich, friedlich, 2:2, Expected Goals leicht für den FC Bayern München. Aber unter dem Strich würde ich schon sagen, ist das ein verdientes Resultat nach dieser Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn euch dieses Format ja im Einzelspiel mal gefallen hat, dann, ja, wie gesagt, lasst gerne was da. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und adios.